Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Wundert euch nicht, ich habe 4 Stunden geschlafen, ich bin komplett fertig mit der Welt, ich bin komplett übermüdet und ja, ich trage noch mein Pyjama. Ich finde den aber nice, Diggis. Guckt ihn euch mal an. Ihr seht das, glaube ich, nicht so krass. Hier so ein Regenbogen. Mir ging es um die Herzen, weißt du, so ein bisschen auf flauschiger Gangster. Ja, was soll ich machen? Ihr könnt mir gerne schreiben, wie ihr ihn findet. Ich habe ihn auf der App Kleiderkreisel gekauft, gebraucht. Ich habe mich so gefreut über diesen Pyjama. Wow, ich liebe so kitschige Pyjama-Sachen, mega doll. Darum soll es aber heute nicht im Video gehen. Heute geht es um einen Test, den ich für euch machen werde. Es sollen heute 27 Grad werden. Es ist jetzt schon wahnsinnig heiß draußen und ich werde heute einen Test machen. Ich werde einen Tipp von einer Followerin probieren. Und zwar Deo als Primer. Eine Followerin schrieb mir, dass ich dieses Produkt hier mal als Primer benutzen soll und dass dein Make-up den ganzen Tag bombenfest sitzt und nicht verläuft und nicht verschmiert, auch bei ganz, ganz hohen Temperaturen. Und dann dachte ich, okay, teste das mal. Ich erzähle euch mal was ein bisschen zu dem Produkt hier. Deo Creme Antitranspirant Extra Dry. 95 Cent bei DM. Anwendungsbereich Körper, Hauttyp normaler, trockener, sehr trockener, jeder Hauttyp, schreibt doch einfach dann immer jeder hin. Und ohne Alkohol, ohne Farbstoffe, ohne Parabene, ohne Paraffine, bla 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 bla. Keine Ahnung. Ich habe heute den ganzen Tag zu tun. Ich bin jetzt bis heute Nachmittag unterwegs. So, es ist jetzt kurz nach 6 morgens, also ich hasse alles, ich bin völlig müde. Und bin ganz, ganz viel draußen, daher dachte ich, das ist ein super Test für dieses Ding hier, ich bin selber mega aufgeregt, so Deo als Primer. Also ich benutze eigentlich gerne andere Primer. Im Moment habe ich ein ganz großes Pickelproblem. Das ist seitdem ich in Berlin war. Da war ich irgendwie beim Radio und sowas und deswegen war ich da. Und seitdem plötzlich Boom, krasser Pickelalarm. Und deswegen bin ich eigentlich vorsichtig mit so mysteriösen Primern. Ich benutze gerne meine Primer und dann ist gut. Aber heute werde ich das für euch testen und dann fangen wir einfach mal an. Ich drehe heute noch einen Vlog. Ich hoffe, das wird nicht verkackt, dass ich den ganzen Tag im Vlog komisch aussehe. Aber ich habe denen schon Bescheid gesagt. Ja, ich teste heute was, wo ich nur Termine habe. So, ich habe jetzt was draufgetan. Das ist zu viel. Ich werde natürlich nicht alles benutzen. Ja, riecht nach Deo. Ja, Mensch. Also nicht extrem, aber man riecht schon diesen Deo-Geruch raus, auf jeden Fall. Teilen wir mal ein bisschen. Also es lässt sich ein bisschen schwierig auf der Haut verteilen. Also es ist wie so eine Creme, die da brauchst du. Es ist nicht so eine leichte, schöne, weiche, angenehme, fluffige Creme, sondern es ist schon schwerer zu verteilen. Es fühlt sich ganz okay an. Ich weiß nicht, wie ich beschreiben soll, wie sich mein Gesicht gerade anfühlt. So ein bisschen, als hättest du eine Nivea-Creme benutzt. Also diese alte blaue, so ganz, ne? Dann hast du ja so einen fettigen Film auf der Haut, aber irgendwie auch so gestrafft. Oh, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber sie ist sehr weich. Ich werde jetzt einfach meine Schminkroutine so weiterführen, als hätte ich einen normalen Primer benutzt. Und dann sehen wir uns gleich, wenn ich fertig geschminkt bin. Ich bin jetzt am Schminken und was ich auf jeden Fall merke, ist, dass das Make-up, was ich ja sonst auch nutze und so, ich benutze meine Produkte ja öfter, auf jeden Fall mehr cakey ist als bei anderen Primern. Also es ist nicht, es ist cakey einfach. Das seht ihr ja vielleicht auch, von nah sieht man es wahrscheinlich mehr, aber das ist auf jeden Fall komisch. Auch an meinem Lidschatten hing ich richtig lange, weil er sich super schwer verblenden ließ und sowas alles. Also ich bin echt gespannt, wie das den ganzen Tag über laufen wird. Aber schauen wir mal. So, Diggis, mein Make-up ist fertig und jetzt muss ich los. Ich bin sehr gespannt, wie es bei den Temperaturen hält. Ich muss sagen, das Schminken war ein bisschen schwerfälliger als sonst. Also mit dem Auftragen, vor allem mit dem Einarbeiten. Ich habe so lange mit einem feuchten Beautyblender meinen Kram hier eingearbeitet. Ich bin auch nicht ganz zufrieden mit dem Look. Ich muss mal gucken. Es ist doch, also aus der Entfernung geht es wahrscheinlich, aber aus der Nähe ist es schon recht cakey. Ich zeige euch das einmal mit dem Zoom. Guck mal, seht ihr das so im Nasenbereich, überall? Also es ist schon, doch, es ist auf jeden Fall cakey. Ich muss einfach mal schauen, wie es sich im Laufe des Tages macht. Ich werde später berichten und ja, mal sehen, wie es ist mit Deo als Primer. So, Diggis, ein langer, langer, langer Tag geht zu Ende. Es ist jetzt
23.54 Uhr. Ich weiß gar nicht, wann ich heute Morgen angefangen habe, das Video zu machen. Ich glaube, ich habe mich um 7 geschminkt. Das sind 17 Stunden, die ich jetzt dieses Make-up drauf habe. Also ich glaube, das ist wirklich ein Hardcore-Test gewesen. Ich war fast durchgehend draußen. Ich war zwischendurch in der gesamten Zeit, ich glaube, 2-3 Stunden zu Hause. Ansonsten war ich nur unterwegs. Ich habe geschwitzt. Ich habe einen mysteriösen Mückenstich, der aussieht wie ein Pickel. Und einen komischen schwarzen Fleck. Egal, Diggis, nach 17 Stunden kann man auch aussehen wie Scheiße. Und jetzt würde ich euch gerne mein Endergebnis und meinen Eindruck von meinem Deo als Primer-Experiment erzählen. Also ich muss sagen, ich war wirklich überrascht, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ich dachte, okay, testest du mal den Tipp von der Followerin aus, bla bla bla. Weil ich weiß, dass viele Probleme damit haben, dass ihr Make-up einfach im Laufe des Tages verschmiert. Glaubt mir, ich bin genauso wie ihr ein völlig normaler Mensch. 17 Stunden in der Sonne, glaubt mir, ich bin richtiger Stinky gradi. Stinky geht gleich auch erstmal duschen. Also ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie so eine Wunderfrau bin, die nicht schwitzt und sonstiges. Ich war 17 Stunden nur unterwegs, ich war nur am Regeln, ich stinke wie ein Schwein. Aber ich bin auch ein Mensch, der, wenn es heiß ist, schwitzt und sowas. Und ich habe euch ja schon ein bisschen erzählt, ich habe auch meine Möglichkeiten, wie ich ein Make-up so gestalte, dass es den ganzen Tag hält. Wenn ihr Bock habt auf sowas, kommentiert gerne, dann mache ich euch so ein Sommer-Make-up-Video und sag euch meine Tricks, damit das Make-up bei mir hält. Heißt natürlich nicht, dass es auch bei euch hält, weil ich habe eine trockene Haut. Aber kommen wir mal zu dem Deo-Ding. Ich habe euch das ja jetzt heute ein bisschen beim Schminken gezeigt. Ich fand es schon sehr mühselig oder recht anstrengend, mein Make-up einzuarbeiten. Also das war jetzt nicht, wenn es jetzt wirklich nur als Primer durchgehen würde, würde ich ihn nicht unbedingt empfehlen, weil das fand ich schon ein bisschen anstrengend. Ich musste schon die Foundation mehr mit dem Beauty Blender einarbeiten als sonst. Aber den ganzen Tag über fand ich das Ergebnis schon echt interessant. Also ich habe weniger im Gesicht geschwitzt. Normalerweise ist es so, wenn mir heiß ist und ich mein Make-up habe und sowas, dass ich zum Beispiel hier so leicht feucht bin oder sowas, wenn Schatzi mir einen Knutsch gibt, dann merkt er das, dass ich hier am Schwitzen bin. Manchmal findet er das auch ein bisschen unangenehm, ist ja normal oder ist okay. Meistens so bei so heißen Sommertagen, bevor ich ihm Knutschi gebe, mache ich dann so, weil ich halt schon, ich sag mal, leicht feucht im Gesicht bin. Ich weiß nicht, oder wie man es sonst beschreiben soll, ne? Und das war, ich habe, mir war schweineheiß und ich habe auch so sonst geschwitzt und Deo benutzt und alles, aber ich habe nicht wirklich im Gesicht geschwitzt und mein Make-up hat meiner Meinung nach echt lange gehalten. Guck mal, ich habe jetzt zum Beispiel Lidschatten drauf getan, einfach auf diesen Deo-Primer ohne irgendwie andere Sachen. Normalerweise mache ich Concealer, mache ein transparentes Puder und dann Lidschatten drauf. So kann ich es besser verblenden und arbeiten. Ich habe es jetzt einfach auf dieses Deo gemacht. Guck mal, ich zeige euch einmal, wie mein Lidschatten aussieht. Und ich finde, für 17 Stunden auf einem Deo ist das ein hammergutes Ergebnis. Also was soll man da jetzt erzählen? So, ne? Klar, meine Augenbrauen sehen aus wie Scheiße. Ich habe die vor 2 Tagen gezupft. Sie sind wieder nachgewachsen. Ich bin Türkin, was soll ich machen? Und ein verkacktes Microblading und. Aber wenn man sich jetzt aufs Augen-Make-up konzentriert, finde ich schon heftig. Und ich hatte auch den ganzen Tag über das Gefühl, dass das Ergebnis echt toll war. Also jetzt nach 17 Stunden, klar, ist es ein bisschen, sehe ich fertig aus und müde aus. Das würde ich aber auch mit einem normalen Primer, das würde ich mit einem Primer für 10 Euro, das würde ich auch mit einem Primer für, keine Ahnung, ich habe welche für 40 Euro. Da würde ich jetzt genauso fertig aussehen nach 17 Stunden. Aber ich habe es vorher nicht nach Hause geschafft, deswegen zeige ich euch jetzt nach so langer Zeit, nach so einem extremen Test das Ergebnis. Aber ich bin wirklich überrascht. Also ich finde, das ist ein super Tipp von ihr. Und ich werde das auf jeden Fall noch öfter machen und weiter testen, weil ich denke so, Digga, meine Kontur saß so, ne? Guck mal, man sieht sogar noch ein bisschen Highlighter. Bei vielen anderen Primern, die ich habe, auch bei sehr, sehr teuren High-End-Primern, sieht man den Highlighter nach 7 Stunden oder so nicht mehr. Man sieht ihn natürlich noch sehr, sehr schwach. So, aber ich finde das super. So, mein Rouge ist ein bisschen weg, meine Kontur ist weg. So klar sehe ich jetzt viel fertiger aus als sonst, aber ich bin wirklich positiv überrascht. Und ich weiß nicht, wie es bei fettiger Haut ist. Ich habe gar keine Erfahrung mit fettiger Haut. Ich habe einfach problematische, sensible Mischhaut. Und jetzt neuerdings wieder ganz viele Pickel. 1,5 Monate war ich pickelfrei, dann war ich für 4 Tage in Berlin. Seitdem ist die ganze Familie wieder am Start. Aber ich denke, man kann es auch mal mit fettiger Haut probieren. Ich werde es auf jeden Fall mit meiner trockenen Haut weiter probieren und finde das Ergebnis einfach toll. Also cooler Tipp von einer Followerin. Und es war ja jetzt nichts super Teures, was ich getestet habe. Ich meine, guck mal, 1 Euro kostet das, 95 Cent, keine Ahnung. Ich werde euch das Ding nochmal in der Infobox verlinken. Ja, auf jeden. Und da muss ich auf jeden Fall mal schauen. Ich habe mich nicht mit den Inhaltsstoffen von diesem Deo beschäftigt. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel Silikone es hat, wie es die Haut verstopft und sowas alles. Da muss man ja auch teilweise drauf achten.
So, die Inhaltsstoffe, wenn ihr könnt unten auf dem Link nach dem Produkt gucken. Könnt ihr euch angucken, ob die Inhaltsstoffe schlimm für euch sind? Keine Ahnung, ich bin jetzt auch kein Inhaltsstoffgangster, dass ich weiß, was irgendwie Dipolydroxid, was das für ein Kram ist. Aqua, okay, da ist Wasser drin. Ja, Aluminium, okay, kann sein, dass das vielleicht auch nicht gut für die Haut ist. Ich weiß es nicht, werde ich aber auch nochmal googeln und schauen, wie es ist. Aber ich finde, dass der Test hat sich gelohnt. Ich werde es auf jeden Fall noch irgendwie 2-3 Mal im Sommer testen. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass meine Haut extrem trocken ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie extrem spannt. Manchmal habe ich das, wenn ich 10 Stunden so viel Make-up trage wie heute, dass ich am Abend da hänge und so richtig ganz viele trockene Stellen habe und so. Das Gefühl habe ich jetzt gar nicht. Das finde ich gut. Und ich werde das auf jeden Fall noch ein paar Mal testen. Wenn ich jetzt merke, es ist gar nicht gut für meine Haut oder meine Haut kommt nicht damit klar, lasse ich es natürlich. Ja, das war so mein Deo-Test und ich finde es gut. Falls ihr das jetzt macht aufgrund meiner Empfehlung, schreibt gerne, wie es bei euch lief. Vielleicht habt ihr eine andere Haut als ich, keine Ahnung. Das würde mich interessieren. Und falls ihr Erfahrung damit habt, schreibt mir das auch gerne nochmal in die Kommentare, weil da bin ich auch sehr gespannt. Ja, ihr könnt mir gerne sagen, was ihr darüber denkt. Ich freue mich, dass ich es ausprobiert habe. Und für 1 Euro, krasse Sache so, ne? Also wirklich, das war ein toller Tag ohne große Schweiß, Schwitzprobleme und so. Ja, so viel dazu. Ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal duschen, weil man muss auch realistisch bleiben. In diesem Sinne würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ich freue mich auf eure Kommentare und sage Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen.